lasst uns mit ihm spielen. Okay, Schildkröte, mach mal so. Was möglich in Pokémon abgeht, Folge 9. Letztes Mal, Ash Ketchum besiegte den Memoria City Arena Leiter mit der Hilfe eines neuen ultralogischen Special Moves namens Schön in den Horn rein. Ja, ich mach keine Witze. Du Hornochse. So genannt. Doch anstatt dass Ash den Arena-Orden an sich nahm, zwang er Rocco, seine Arena zu schließen und mit ihm auf Abenteuerreise zu gehen. Was für eine seltsame Abmachung. Also für mich ist es ja immer schon eine Abenteuerreise, wenn man in Aldi einkaufen geht. Das ist ja für mich schon eine Abenteuerreise. Vor allem wird das dann abenteuerlich, wenn die umgestellt haben. Da muss er sich erstmal neu wieder zurechtfinden. Da muss man gucken, okay, wo steht jetzt das? Das ist das schönste Abenteuer überhaupt für mich. Mein ganzes Leben. Ja, Abenteuer. Okay, abgesehen davon, dass ich meinen Job gekündigt habe, um 2 10-jährigen Kindern auf ihren Abenteuern zu folgen. Wo gehen wir überhaupt hin? Ja, viel Glück dabei, das rauszufinden. Ich habe sie das die letzten 3 Tage schon unendlich oft gefragt. Schwimmen vielleicht? Okay, ich sag's euch. Oh oh. Wisst ihr, es begann alles, als ich 9 war. Das Fahrrad wurde geklaut. Und? Was? Nein, das war's. Ach so. Das macht uns kein Stück schlauer. So eine traurige Geschichte, Misty. Ich hatte keine Ahnung, was du als Kind durchmachen musstest. Boah, du hast mir das echt abgekauft? Ich hab's abgekauft. Und ich hab's im Juwelenladen gekauft. Und ich würde es wieder kaufen. Ja, du denkst, du kannst dich an sie gewöhnen. Doch glaub mir, das kannst du nicht. So geil. Hallo zusammen. Ihr wurdet eingeladen, um den Plan für meine Revolution zu... Geil. Wir als Zuschauer wurden auch eingeladen, weil wir sind jetzt da, ne? Also niemanden sagen, ne? Also ihr habt jetzt alle die Einladung, aber bitte nicht sagen, was hier besprochen wird. Alexa, Ruhe. Ich habe noch niemanden, Alexa, aber trotzdem Ruhe. Du nimmst hier auch nichts auf. Brechen. Giovanni. Schwester Joy Nummer 2000. Und... Ich hab dir doch gesagt, du sollst draußen warten, Gary! Ja, komm schon, Shiggy! Ich will nur hören, wie du dein Schicksal mit diesem Plan besiegelst! Draußen zu warten ist lahm! Das einzige Schicksal, das ich hier gleich besiegeln werde, ist Schwester Joy hat hier für die Steroide geschluckt. Zu enge Schwimmreifen reden. Ihr seid sicher damit einverstanden, wenn wir die menschliche Rasse vernichten, um die Pokémon aus der Sklaverei zu befreien. Absolut. Ja, ich hasse Menschen so sehr. Aber wieso vernichtet ihr nicht die Pokémons, um der Sklaverei dann zu entrinnen? Gibt's ja keine Sklaverei mehr, wenn alle Pokémon tot sind. An so einen Plan denkt nie jemand, ne? Denkt doch mal an so einen Plan. Ich bitte meinem Kind ein Lamborghini. Und er wagt es mir zu sagen, dass er wie die anderen Kinder ein Honda Civic haben will? Ja, dumm, oder? Alter. Ich hasse Menschen so sehr. Ich hasse jetzt vorbei. Ich bin auch sehr erfreut, dass ihr beide meiner Meinung seid. Doch bevor wir den ersten Schritt des Plans einleiten, muss ich euch dran erinnern, dass ihr auch Menschen seid. Das bedeutet, nachdem wir meinen Plan in die Tat umgesetzt haben, muss ich euch beide ebenfalls vernichten. Ich hab kein Problem damit. Ich hasse Menschen so sehr. Perfekt. Dagegen hilft immer antimenschlich drehen. Oh nein! Shiggy will die ganze Menschheit auslöschen! Ich muss Opa anrufen! Aber was ist denn, wenn man nicht, wenn man als Mensch gerade auf dem Mond ist, was ist denn dann, wird man dann verschont? Weil er will ja die ganze Menschheit in dem Universum. Ne, dann... Also, und den Universum auf den Planeten töten, ne? Und was ist, wenn ich dann in dem Moment aber auf dem Mond bin? Ich bin doch nicht so bescheuert und komme dann vom Mond runter. Ich würde dann auf dem Mond bleiben. Ne? Würde mir, keine Ahnung, Krater angucken und dann Krater zeichnen, werde ich Kraterkunst machen und die werde ich dann irgendwie verkaufen im intergalaktischen Markt. Ich will es irgendjemand haben. Ich will es nie haben. Da hat noch eine Nummer gefehlt. Hab ganz genau mitgezählt. Eine Million Käsekuchen! Irgendjemand, bitte schickt Hilfe! Er geht nicht dran. Ich schätze, mir bleibt jetzt nur noch eins zu tun. Ich muss Ash und Pikachu auf eigene Faust finden. Oh oh. Wurde alles mit aufgenommen.
Wow, so ein Idiot. Wenn er sich umdreht und die Kamera sehen sollte, weiß er, dass wir alles mitgehört haben. In 5 Minuten hat der kleine Vollidiot sowieso alles vergessen. Sollen wir ihn schnappen? Nein. Nein, lasst ihn gehen. Lasst uns mit ihm spielen. Okay, Schildkröte, machen wir so. Und so zog Gary los. Ich würde mir auch immer was von einer Schildkröte sagen lassen. Wenn eine Schildkröte sagt, lasst ihn gehen, dann macht er das so. Schildkröten sind ganz gefährlich. Ash Ketchum zu finden, damit er ihm helfen kann, Shiggys Pläne zu stoppen. Dabei ist Ash die letzte Person auf Erden, die eine große Hilfe wäre. Nur mal so. Doch wird Gary Ash finden, bevor es zu spät ist? Wird Ashs Mutter den armen Professor Eich aus dem Käsekuchen-Tsunami befreien? Seht selbst in der nächsten Folge von Was wirklich in Pokémon abgeht. Mochtet ihr die Folge? Oh ja, dann darf ich fragen. Nein! Doch, halt's fand ich mal. Wieder mega geil. Geh darüber! Um nicht die nächste. Einzige, was ich nicht so geil fand an der Folge, war einfach, ich will wissen, was mit dem Fahrrad passiert ist, ne? Die Folge zu verpassen, abonniert hier. Und wer hat das Fahrrad? Hier für andere Parodien. Darf ich jetzt zurückkommen? Fick dich! Nee, wieder eine übelst geile Folge, hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich bin auch dafür, die Menschheit muss jetzt mal dafür büßen. Und, ich würde sagen, wir fangen in Hobbit-Universum, Tolkien-Universum, ne? Fangen wir an. Also ich meine jetzt hier in Herr der Ringe-Universum, also Mittelerde. Fangen wir an. Ist dann Elrond, ist er eigentlich dann gar kein Mensch, ne? Kann man den dann eigentlich davon den dann auch? Ich weiß es nicht. Das ist ja voll anstrengend. Ich bin da auch kein Mensch. Ich bin irgendwie ein Subjekt, das hier irgendwie atmet, was frische Atemluft klaut, aber mehr bin ich da auch nicht. Also, bin ich vielleicht auch davon befreit, ich weiß es ja nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, guckt unbedingt das Original an. Immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt, nicht ganz unten, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.